Unversiegelte Autos lassen sich furchtbar schlecht trocknen. Und wem das nervt, dem zeigen wir jetzt eine Möglichkeit, wie du das bei der nächsten Wäsche vermeiden kannst. Willkommen zum zweiten Teil der Videoserie zum Dr. Wack A1 High-End Spray Wax. Wir wollen jetzt hier einfach mal zeigen, für diejenigen, die wirklich keine Zeit haben, wie sie in kürzmöglicher Zeit ohne zusätzlichen Arbeitsschritten Auto schnell versiegeln können. Die Idee ist einfach, beim Trocknen einen Sprühwachs als Trockenhilfe zu verwenden. Es wird dann auf den nassen Lack oder ins Trockentuch gesprüht, direkt damit getrocknet. Und du hast den Vorteil, dass du direkt beim Trocknen eine Versiegelung hast. Also du hast keinen zusätzlichen Arbeitsschritt. Du musst nichts aufsprühen, was wieder abgespült werden muss, sondern du wischst eh über den Lack mit dem Trockentuch zum Trocknen und nimmst dafür einfach nur einen Sprühwachs, was dir gleich eine leichte Versiegelung gibt. Es ist natürlich so, dass die trockene Anwendung oder die Anwendung auf dem trockenen Lack einen Tick mehr Schutzfaktor gibt. Aber es funktioniert generell auch bei nassem Lack. Wir haben da schon lange Produkte zweckentfremdet. Dr. Wack empfiehlt jetzt hier sogar explizit die Anwendung auf nassen und trockenen Lack. Und worauf du dabei achten musst, zeigen wir dir jetzt in diesem Video. Lass uns starten. Als erstes wollen wir das Produkt direkt aufsprühen, dafür schön dünn und schön gleichmäßig sprühen. Der Trigger oder Sprühkopf eignet sich auch, um das Produkt schön zu verteilen und dann erstmal einmal mit dem Trockentuch grob verteilen. Wichtiger Hinweis, das Trockentuch, was für das Trocknen mit einem Sprühwachs verwendet wird, wird danach nicht mehr so perfekt trocknen wie eins, was nie damit in Kontakt ist. Das heißt, ich würde es immer separat waschen und dann auch nur verwenden, wenn ein Spraywax beim Trocknen zum Einsatz kommt. Wie gesagt, nach der ersten Runde grob verteilen, wechsle ich nochmal die Seite und gehe noch ein gründliches zweites Mal drüber, um die Oberfläche einfach schlierenfrei zu bekommen. Das Schöne ist, man hat ein direktes Feedback und sieht einfach, ob die Oberfläche schlierenfrei ist. Und man sieht auch hier ganz gut, dass die kleinen Schlieren, die noch zu bleiben scheinen, relativ schnell abziehen. Also lässt sich wirklich gut verarbeiten und einfach anwenden. Auf die Art und Weise trockne ich im Endeffekt das ganze Auto, egal ob liegende Flächen oder stehende Flächen. Dünn aufsprühen, kurz stehen lassen, einmal grob verteilen und dann nochmal mit einer anderen Seite bzw. auch mit der gleichen Seite nochmal ein bisschen feiner ausarbeiten. Man kann ja auch gerne noch ein zweites Tuch nehmen, wer möchte, aber mit einem großen Trockentuch kommt man da super klar. Ich bin auch mit einem Trockentuch hier locker ums ganze Auto gekommen, bis auf die Einstiege und die Felgen. Dafür habe ich ein separates genommen, dazu aber gleich noch mehr. Zweite Methode, ins Tuch sprühen, Tuch einfach lang halten, also an einer Seite hochnehmen, runterhalten, ein bisschen reinsprühen und dann das ganze Fahrzeug auf die gleiche Weise trocknen, hat in dem Moment bei der Verarbeitung den Vorteil, dass ich keine punktuellen Produktrückstände habe, die ich noch irgendwie besser verteilen und auspolieren muss, sondern ich habe alles relativ gleichmäßig, kann auch hier ohne Probleme die Scheiben mit trocknen und bin insgesamt etwas schneller, als wenn ich das Produkt auf den Lack sprühe. Ob das nachher Performanceunterschiede gibt, werden wir dann noch sehen. Das Spraywax kann generell auch auf allen Scheiben außer der Frontscheibe angewendet werden. Hier empfiehlt Dr. Wack die Anwendung nicht, weil es dann zu leichten Schmiereffekten kommen kann. Auf den Seitenscheiben und Heckscheiben kannst du es aber anwenden, wenn du möchtest. Wie bereits angekündigt, für die Einstiege nehme ich ein separates Tuch, einfach des Handling wegen sozusagen, sprühe es direkt ins Tuch, damit nichts im Innenraum landet und trockne meine Einstiege. Ist natürlich auch eine coole Art, gleich die Einstiege ein bisschen mitzuversiegeln. Gerade da sammelt sich bei vielen Autos sehr gerne Dreck hier an den Türunterkanten und damit habe ich gleich die Möglichkeit, bei der nächsten Reinigung durch eine gleichzeitige Versiegelung einfach ja, mir weniger Aufwand zu machen. Super natürlich auch für die Felgen und auch die Einstiege geeignet. So kann man in einem Arbeitsschritt direkt ja, eine kleine Versiegelung auftragen, die natürlich auch dafür sorgt, dass das dann leichter zu reinigen ist und auch in den Einstiegen dann zum Beispiel weniger Wasserflecken entstehen. Anwendung ist exakt die gleiche. Ich mache es mir mal ein bisschen leicht. Ich nehme einfach ein kleines Trockentuch, weil mich da nicht die ganze Zeit aufpassen muss, dass hier irgendwas auf dem Boden hängt und trockne mir dann die Felge einfach durch. Im Felgenbett komme ich jetzt natürlich nicht ran. Ne? Da würde ich dann mit Druckluft trocknen, aber generell für so eine schnelle Versiegelung zwischendurch, wenn ich eh die Felgen trocknen muss, das ist genau das, was ich oder wo ich die große Stärke sehe, dass ich keinen zusätzlichen Schritt habe, außer die Sekunde ins Tuch sprühen. Habe jetzt das ganze Auto getrocknet, weiß ich nicht, ich kann es nicht mehr genau erkennen. Also vielleicht so ein Schluck werden vielleicht irgendwie 5 Milliliter sein. Die war bis hier oben voll, jetzt ist sie am obersten Strich verbraucht. Und ja, noch sparsamer oder günstiger und einfacher kann ich ein Auto fast nicht versiegeln. Schauen wir uns mal die Performance an. Einfach mal ein Hochdruckreiniger drauf und ich glaube, man sieht ganz deutlich, starkes Beading und Sheeting auf der Oberfläche kann sich wirklich sehen lassen. Könnte man auf dem ersten Blick nicht erkennen, ist hier eine Keramik drauf oder ein Sprühwachs auch auf der Felge. Gleich in der Nahaufnahme wirklich eine Hammer-Performance, das kann man nicht anders sagen. Nachdem die Trockenanwendung schon überzeugt hat, auch in der Nassanwendung hervorragend. Und hier der Vergleich mit einer unversiegelten Seite, also nur mit einem separaten Tuch getrocknet. Ich glaube, das spricht für sich. Wir haben einen Wasserteppich, der langsam abläuft gegen Sheeting, was ihm instant sozusagen sich umsetzt, also was sofort weiterläuft. Und auch beim losen oder bei einem weichen Wasserstrahl sehen wir deutlich den versiegelnden Effekt. Ja, gerade bei einem neuen Auto
sieht das echt top hier aus. Wir gucken mal uns mal die Seite an, wo ich ins Tuch gesprüht habe. Und ich glaube, man sieht hier schon einen kleinen Unterschied. Das Beading Sheeting ist schon da. Allerdings gerade im Vergleich mit der anderen Seite etwas schwächer. Oder auch bei dem Dach, wo ich es direkt aufgesprüht habe, haben wir wirklich richtig schöne Perlen. Ich kann fast keinen Unterschied zur Trockenanwendung sehen. Von daher direkt die Performance kann sich wirklich erstmal sehen lassen. Ich glaube, du hast gesehen, dass die Art, so ein Auto zu versiegeln, hochwirksam ist. Die Performance ist wirklich sehr gut. Man sieht aber dennoch einen Unterschied, ob wir das Produkt direkt aufgesprüht haben oder im Tuch verwendet haben. Kann man beides machen. Beides hilft beim Trocknen, beides macht einen schönen Glanz. Die höhere Performance ist natürlich hier. Also in der Nassanwendung auf jeden Fall ein starkes Produkt. Vergleich von vorher nachher haben wir gesehen. Und das ist echt ein neues Auto, wo der Lack noch in einem guten Zustand ist. Also bei älteren Fahrzeugen wäre der Unterschied noch krasser. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. In dem letzten Teil der Videoserie gucken wir uns nochmal belastungsfest an, wie viel Chemie das Produkt wirklich aushält. Bis dahin freue ich mich, wenn du wieder einschaltest. Hau rein!